neuen Deutschland wird heute repräsentiert durch den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden, die Deutsche Demokratische Republik, die nicht Krieg, sondern Frieden, nicht Hass, sondern Freundschaft zwischen den Völkern zum Verfassungsgrundsatz erhoben hat. In diesen Ländern verstand es Erich Honecker auch, seine Gastgeber durch Zurückhaltung und Bescheidenheit zu beeindrucken. Dieses kleine Land. 1980 ging die Fahrt erstmalig in ein westlich orientiertes Land. Österreichs Bundespräsident begrüßte Honecker, denn auch den Staaten mit kapitalistischen Wirtschaftsordnungen hatte die DDR mehr und mehr etwas zu bieten. Diesmal waren es Milliardenaufträge für die Stahlindustrie des Donaulandes. Zu Hause bot sich nach solchen Reisen dagegen zunehmend eine Währung des Klassenfeindes. Die Zukunft sah so rosig nicht aus, obwohl er unermüdlich das Gegenteil behauptete. Während die kapitalistische Welt von einer Krise in die andere stolpert, sichern wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine stabile Entwicklung unserer Volkswirtschaft. 30 Jahre Deutsche Demokratische Republik beweisen auch auf deutschem Boden, dass der Sozialismus siegreich ist und dass ihm, nur ihm, die Zukunft gehört. So konnte nur jemand reden, der sich weit von der Wirklichkeit entfernt hatte. Gehütet von Stasi-Chef Mielke lebte die Führungsklique der DDR. Hatten hier den 23 Politbüromitgliedern und ihren Familien das Leben komfortabel zu gestalten. Das private Leben der oberen zwei Dutzend, für die Bevölkerung war es tabu, die Abschirmung lückenlos. Von Honecker wurde lediglich sein Interesse für das Skatspiel und seine Leidenschaft für die Jagd bekannt. Und selbst die Jägerei wurde genauestens inszeniert. Das Wild zur Abknallerei gemästet und dann dem Herrscher vor die Flinte getrieben. Nur einmal gelang es, eine solche Diplomatenjagdgesellschaft zu filmen. Auf unsere guten, treuen, zuverlässigen Jagdhelfer, unsere Genossen des Bezirkes Erfurt, die hier angetreten sind, ein dreifaches Hurra! Juhu! Heute! Juhu! Heute! Die Staatsjagd ist beendet. Dem Zufall blieb nichts überlassen. Allein für einen Messeauftritt Honeckers in Leipzig mussten regelmäßig fast 3000 Komparsen bereitstehen. Gesellschaftliche Mitarbeiter der Stasi und SED-Aktivisten nahmen zum verabredeten Zeitpunkt ihre Posten ein. Die Jubelstrecke wurde genauestens abgesteckt. Vertrauensleute wurden platziert, die Zeitabläufe vorgegeben. Unauffälliges Einsickern der Jubler in das Publikum, Spalierbildung. Jetzt konnte Erich Honecker vorfahren. Für die Kleindarsteller gab es weitere Regieanweisungen. Bei Eintreffen Beifall, Atmosphäre. Habt ihr versucht, betrachtet? Naja, die Gesichter erkennen. So sehr. Erich Honecker als oberster Bauherr eines Marx-Engels-Forum in Ost-Berlin. Kunst nach seinem Geschmack. Sein Verhältnis zu Künstlern und Intellektuellen galt stets als problematisch. Bei seiner Vorliebe für alles, was aus der Sowjetunion kam, war der sozialistische Realismus unumstößliche Doktrin für ihn. 1973 wurde staatlicherseits eine Auflockerung versucht. Man erweiterte die Grenzen der geduldeten Kunst. Alles sei erlaubt, so Honecker, solange es von einer festen sozialistischen Position ausgehe. Die aber bestimmte natürlich die SED. Und so war es nur 3 Jahre später schon wieder vorbei mit einem Frühling in der Kunst. Vor allem am kritischen Schaffen der Schriftsteller und Liedermacher entzündeten sich immer wieder neue Konflikte. 1976 wurde Wolf Biermann während eines Gastspiels in der Bundesrepublik aus der DDR ausgebürgert. Viele Künstler solidarisierten sich mit ihm, andere gaben sich betont parteikonform. Eine tiefe Kluft zog sich nun stärker denn je durch die kulturelle Landschaft der DDR. Viele folgten Biermann nach. Die Unbequemen ließ man ziehen. Andere blieben bewusst im Land. Sie gerieten schon bald in Konflikt mit Gerichten oder dem Staatssicherheitsdienst. Stefan Heim oder Robert Havemann zum Beispiel. Havemanns Haus am Stadtrand von Ost-Berlin wurde monatelang von einem gewaltigen Aufgebot an Polizei und Staatssicherheitsdienst bewacht. Und dies nur, um Kontakte mit westlichen Journalisten zu verhindern. Auch sonst waren es vor allem Berührungsängste der DDR und ihrer Führung, die das Klima zwischen den beiden deutschen Staaten immer wieder vergifteten. Drastische Erhöhungen der Zwangsumtauschsätze bei Reisen in die DDR, um die Zahl deutsch-deutscher Begegnungen einzudämmen, wurden dabei zum Dauerproblem.
Zwischenfälle an den Grenzen und auf den Transitwegen verursachten weitere Irritationen. So gab es Konflikte zuhauf, als der Kanzler der Bundesrepublik und die Nummer 1 der DDR schließlich zu einem ersten offiziellen Arbeitstreffen zusammenfanden. Eine groteske Abschirmung durch Polizei und Staatssicherheit offenbarte selbst hier die Ängste der SED. Sie sollten die Bevölkerung von einer Begegnung mit Helmut Schmidt abhalten. Nur linientreue Genossen und Jubler waren bei einem touristischen Abstecher auf den Güstrower Weihnachtsmarkt zugelassen. Bei dieser Begegnung aber zeigte sich auch, dass Erich Honecker seit der KSZE-Konferenz in Helsinki für den Tanz auf dem glatten diplomatischen Parkett dazugelernt hatte. Selbstbewusster balancierte er in den Dezembertagen des Jahres 1981 am märkischen Werbelinsee zwischen der Rolle als Staatsmann und der des onkelhaften Nachbarn. Also Herr Schmidt, Bonbon habe ich noch. Haben Sie auch noch? Leider nicht für den Engel. Auf der rechten Seite habe ich jetzt nur Politbüro mit jeder. Seit wann sitzt ihr denn rechts hier? Wenn man reinkommt, sitzen Sie ja nicht. Als Katalysator der beiderseitigen Beziehungen entwickelte sich immer häufiger die Leipziger Messe. Denn die Wirtschaftsbeziehungen blieben weitgehend von den politischen Klimaschwankungen verschont. Neben den Handelsgesprächen bot diese Arena westdeutschen Politikern aller Parteien eine halboffizielle Ebene für Begegnungen und Sondierungen. Als richtiger Erfolg galt ein solcher Besuch natürlich erst dann, wenn auch zu Honecker geladen wurde. Nun fanden sich sogar deutsch-deutsche Gesprächspartner ein, die in all den Jahren zuvor einen solchen Händedruck jahrelang verteufelt hatten. Ein Händedruck, ja.